Hallo YouTube, es ist wieder Zeit für einen weiteren Guide und heute ist es die Herausforderung in der Schmiede für Captain America. Es gibt wieder eine legendäre Karte und ein legendäres Outfit. Das Kampfoutfit habe ich auch schon angezogen, werdet ihr gleich auch in Fight sehen. Deswegen springen wir einmal direkt in die Mission. Wie in den anderen Herausforderungen auch, müssen wir uns die legendäre Karte holen, einen Kristall kaputt machen, und bei Captain America basiert das alles auf dem Blockwert. Wir müssen also den Blockwert maximieren. Zuerst gehen wir mit draufhauen entweder auf den oder auf den hier hinten. Die beiden können wir direkt in einem Zug umnieten, wenn wir sie nach hinten kicken. Ich nehme mir erstmal den mit der Verteidigung vor. Und nun ebenfalls mit draufhauen gehen wir auf den hinteren, der den Schildschlag hat. Als nächstes werden wir die epische Karte, die wir da unten haben, die beste Abwehr nutzen, um für die nächsten beiden Züge nochmal ordentlich an Block zu bekommen. Abwehr ist da. Als nächstes Schild, Rundreise. Wir müssen alle drei anvisieren. Sollte kein Problem sein. Hauen sie um. Bauen damit unseren Schild nochmal enorm auf. Können jetzt den Taktiker nutzen, um mehr Block zu bekommen. Und auch zwei weitere Karten. Und nun gehen wir erst einmal mit draufhauen auf den Gegner, damit wir dann gleich auch unseren Block maximieren. Wir müssen ihn natürlich nach hinten kippen, so dass er dann auch Maximum Schaden bekommt. Jetzt ist unser Blockwert maximiert. Wir haben hier unten 15 Damage zusätzlich. Gehen erst einmal auf den Gegner drauf, verlieren ein wenig an Block und jetzt nochmal mit dem letzten Angriff können wir ihn finishen. Wenn ihr nicht den maximalen Block habt, wird er mit ein paar HP überleben. Deswegen immer schön aufbauen. Der Kristall taucht auf und wir können jetzt auch nochmal den Schildsturm nutzen. Die komplette Verteidigung wird aufgebraucht und der Kristall wird gleich kaputt gehen. Und das ist quasi das kleine Rätsel, das kleine Puzzle, wie ihr die Herausforderung für Captain America absolvieren könnt, um dann auch sein Outfit zu bekommen und auch seine legendäre Angriffskarte.